Yeah! Dude! Ja, hallo und willkommen zum Manager 12. Wir haben das letzte Spiel ja auch wieder gewonnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sehen hier das Ergebnis 3:1. Ja, wir wollen uns jetzt mal hier umschauen. Was wird uns vorgeschlagen? Sie sollten mit ihren Spielern reden, das bringt sehr viel. Jop, machen wir. Was haben wir hier noch? Sie haben noch leere Banden. Ja, wir haben aber keine Oh doch, hier haben wir ein Angebot. Wir wollen mal die Summe erhöhen. Ja, komm. Da geht noch einer. Okay. Anzahl erhöhen. Ja, okay, unterschreiben wir. Okay, extra Geld. Geld ist Geld. Sponsorenpyramide, da haben wir nichts dazu bekommen. Aber wir können ja immer was gebrauchen. Deswegen machen wir eine Sponsorenkampagne. Müssen wir auf unser Geld hier achten, weil das ist ja unser Startkapital und ja, ihr braucht halt ziemlich viel Geld. Ihr seid teure Spieler. Finanzstatus ist Stadion. Da habe ich gesehen, dass zwischen unserer Haupttribüne nur 600 Plätze hat. Da möchte ich doch mal ein paar Plätze dazu machen. Und um mich fürs Finale zu bewerben, brauchen wir mindestens 30.000 Plätze im Stadion. Wenn ich jetzt also erstmal versuche, ein paar Plätze zu schaffen, dann sollte es vielleicht reichen, dass wir uns bewerben können. 1,8 Millionen. 9 Wochen. Wie teuer sind so VIP-Logen? Logen, die sind sehr teuer immer, ne? Stadionelemente nach Ausbau wieder hinzufügen. Wut. Ah, Stadionelemente nach Ausbau wieder hinzufügen. Warum ist das dann günstiger? Versteht das einer? Jo. Ist günstiger und geht schneller. Stadionelemente nach Ausbau wieder hinzufügen. Na gut. Sie haben bereits die maximale Anzahl an gleichzeitigen Bauaufträgen vergeben. Sobald ein vergebener Auftrag abgeschlossen ist, können Sie hier wieder bauen. Und das wären dann 8 Wochen. Das heißt, Infrastruktur, da muss ich erstmal warten, bis der Fitnessparcours fertig ist. Dann werde ich den Baudingsbums in Auftrag geben und dann können wir auch mehr Aufträge gleichzeitig haben. Vielleicht werde ich den noch einmal dann ausbauen oder so. Okay. Merken wir uns. Merchandising. Hier können wir eine Kampagne mal starten, damit ja, die Leute natürlich auch mehr unser Artikel kaufen. Kartenverkauf. Ja, Rabatt bei Freundschaftsspiel. Erwartete Zuschauer. Okay. Hoffen wir mal, dass da mehr noch reinkommen. Sponsoren, da waren wir gerade. Erfolge haben wir ja gar keine. Ist das im Stadion? Wo ist denn das, wo wir... Stadion, Neubau, Editor, Bewerbung. Wo kann ich denn bitte nochmal die Kabinen und so verbessern? Das war doch hier irgendwo. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn man was sucht und es nicht findet, ne? Statistik, das ist eher die Infrastruktur. Stadion. Ah, hier, Spielerkabinen. Ja, für 1,5 Millionen. Na gut. Nochmal für 2 Millionen. Ja, gut. Ich schmeiß mit Fofis im Club. okay. Das soll's erstmal gewesen sein. Mit dem Geld rauswerfen. So, Michael Jani. Du hast gut trainiert, Junge. Du bist super. Yeah. Wen haben wir denn jetzt hier noch? Wen habe ich noch nicht so oft gesprochen? Gib alles im Training. Du musst den Kopfball verbessern. Im nächsten Spiel brauche ich den Topform. Ja, mach mal hier das. Okay, super. Oh, Vertrauen 10. Nicht schlecht, Daudi. Bum, 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 bum. Mats, du hast gut trainiert. Ich gehe das einfach zufällig durch. Ich weiß nicht immer, wen ich hier was. Flanken, genau. Flanken müssen verbessert werden. Warum auch immer, mach es einfach. Otaldo, großes Lob. Ganz großes Lob, Otaldo. Du bist richtig gut.
Das ist wirklich eine besondere Phase momentan. Ich genieße jeden Tag. Leon Robben. Super Training, super. Ja, guck, da geht die Moral natürlich auch nach oben. Das, was wir auch gerne hören und sehen, natürlich. Flo Thunder, was haben wir hier? Freundschaft und Ja, eigentlich müsste mal jemand wieder mit Flo reden. Aber ich kann sowieso gar keine Gespräche jetzt mehr führen. Gut, das waren die Gespräche. Die zweite Mannschaft, schauen wir uns mal an. Die Fitness ist hier auch nicht so berauschend, ne? Schauen wir uns den Status an. Da sind sie auf Platz 1. Das haben die jetzt sehr gut gemacht, die Jungs. Kann man nicht anders sagen. Die erste Mannschaft. Jo, Zudina ist wieder drin. Dann kann ich noch in meinen privaten Bereich gehen. Ah, da habe ich noch nichts gemacht. Familie. Immer noch nicht. Ich habe auch ein Patch gezogen. Vielleicht kriegen wir Rihanna oder sowas als Freundin. Wäre ja durchaus möglich. Gut, dann mal gucken, was es hier so gibt. Transfers der Woche. Riquelme wechselt zu Manchester United. Carragher. Ja, interessant. Bayern. Okay, die Fitness steigt und steigt. Das ist supi. Ich war irgendwas am Überlegen, was ich machen wollte. Neue Aufgabe füllt. Hier, neues Sponsorenangebot. Yeah, da gucken wir doch gleich mal rein. Erinnerung, Transferperiode schließt. Ja, wir brauchen ja keine. Oh, Jin Zaroff ist verletzt. Innenbanddehnung. Er könnte 12 Tage ausfallen. Gute Besserung, Jins. Werde ich gleich nochmal auch ansprechen. Aufgabe erfüllt. Sie haben die Aufgabe Schleife erfolgreich abgeschlossen und erhalten einen Punkt. Ihre neue Aufgabe können Sie auf dem Handy sehen. Aha. Gewinnen Sie ein Pflichtspiel gegen eine stärkere Mannschaft. Ja gut, da kommt es leider nicht dazu. Neue Sponsoren. Da gucken wir das mal an. Wir brauchen eine andere Aufgabe, weil wir keine stärkere Mannschaft irgendwie haben. Einige Ihrer Spieler muss in der 11 des Tages stehen. Jo, das kriegen wir hin. So, Sponsorenpyramide. Oh, Postbank. Ja gut, da versuchen wir mal die Summe zu verbessern. Die sind hart. Die sind hart, die Jungs. Versuchen wir mal die Laufzeit auch zu senken. Ach, die sind hart. Die sind richtig hart. Da konnten wir nicht viel machen. Okay, 100.000 haben wir dazu gekriegt. Bandenwerbung ist nichts dazu gekommen. Da müsste jetzt nach einem Tag noch was im Ausbau fertig sein. Das schauen wir uns gerne an. Richtig, Fitnessparcours ist abgeschlossen. Jetzt der Bauhof. Genau, ausbauen. Kostet 600.000. Dadurch haben wir 18% Beschleunigung, also 3% mehr. 2 Bauaufträge gleichzeitig möglich. Verdammt. Immer noch 2. So, wie lange brauchst du eigentlich noch? Ein bisschen, ne? Na gut. Aufgabe erfüllt. Was für eine Aufgabe habe ich denn jetzt erfüllt? Sie haben Ihre letzte Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Ihre neue Aufgabe können Sie auf Ihrem Handy sehen. Mhm. Gewinnen Sie ein Pflichtspiel gegen eine stärkere Mannschaft? Ja, haben wir leider nicht. Einiger Spieler muss mindestens 2 Tore in einem Pflichtspiel schießen. Haben wir ja auch schon geschafft. da gucken wir gerne nochmal in den privaten Bereich rein, damit wir hier ein bisschen trainieren können. Für den Segelschein mal lernen. Okay, aber eine Freundin haben wir ja noch nicht, ne? Nee. Okay, der Kalender sagt, wir haben als nächstes das Spiel gegen Magdeburg. Ja, dann lassen wir weiter. Mal gucken. Die Fitness steigt immer weiter, das ist super, also dass das auch gut so klappt. Da ist der Co-Trainer auch sehr zu loben. Okay, Magdeburg, 4400 erwartete Spieler. Mir wurde gesagt, ich soll mal einen anderen Modus als den 3D-Modus verwenden, den Textmodus mal. Mal gucken, ob wir das gut hinkriegen gleich. Und wenn wir in 3D-Modus sind, dass ich da die Kamera ändere. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die Kamera da ändert. Hilfe? Vielleicht wisst ihr es. Besser. Hier. Otaldo hat ja eine richtig gute Form. Sehr schön, das freut mich. Okay, dann geht's hier bald gegen Magdeburg. Erstmal kurz die Nachrichten checken. Martin Groß ist zurück in ihrer Jugendmannschaft. Ich muss ja reden noch mit... Wer war kaputt? Verdammt, vergessen. Die Jugendmannschaft B-Junioren spielt 3-3 gegen Leverkusen. Das war... Wenn ich den Namen sehe, weiß ich es wahrscheinlich wieder. Jin Zero, der war doch kaputt.
Aber ich kann sowieso mit keinem reden. Ja, okay. Schade. Die erste Mannschaft. Schauen wir nochmal hier uns das an. Robben, deine Fitness ist nur bei 75. Das ist sehr niedrig. Aber wenn er ein paar Spiele hat, dann steigert sich die natürlich auch. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht jemanden noch reinbringen können. Flashmaster haben wir hier und Fußball-Consumer. Vielleicht bringen wir mal den Fußball-Consumer rein. Und der soll mal heute in der Startaufstellung sein, statt Michael Jani. Ein bisschen wechseln immer, das ist ja nicht verkehrt. Mr. Eriksson, jo. Ja. Honey Boy. Bin ich auch im Überlegen, ob der nicht auch mal reinkommt, weil der hat ja auch relativ viele Sterne. Offensives Mittelfeld, was kann er noch spielen aus offensives Mittelfeld? Zentrales und hängende Spitze. Aha. Aber nur im offensiven Mittelfeld ist er sehr gut und wir haben gar keine Aufstellung. Wir benutzen gar nicht die Aufstellung mit offensivem Mittelfeld. Innenverteidiger Tau. Wen haben wir hier? Poikler. Und Fast. Als linken Verteidiger. 72. Geben wir mal Tau die Chance. Und Marek Sheen. Einmal wechseln. Ich weiß nicht, ob Fast zuletzt drin war. Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse das immer ganz schnell. Hans Norris wird ja meistens immer reingebracht noch. Germany Luca. Defensives Mittelfeld haben wir gar nicht hier drin. Aber wir haben zwei defensive Mittelfelder. Vielleicht statt Mai Passi bringen wir mal Luca. Okay, erstmal so. Die Taktik. Detailliert, genau. Der Einsatz, das ist ein bisschen fraglich. Ich mache den Einsatz mal niedrig erstmal. Sturmtank Death Hunter bleibt. Angriffsseite Mitte links, also mit über Otaldo. Abstöße, kurz, macht er eigentlich nie. Was soll's, dann soll er ruhig variabel machen. Abwehrreihe mit Abseitsfalle, probieren wir es mit. Und Pressing überall. Mal gucken. Dann individuelle Anweisungen. Was haben wir hier? Dambo, du sollst gerne mal deine Fernschüsse, Distanzschüsse probieren. Death Hunter, wie sieht's bei dir aus? Er hat Fähigkeiten, sieht man hier aber gar nicht mit Fernschuss. Dribbling, Torriecher, steil gehen, Ball halten. Also Dribbling kann er gut. Ohne Gegenspieler, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Distanzschüsse soll er auch mal probieren, warum nicht? Okay, dann Zutina bei Standards nach vorne. Leon Robben, was können wir ihm hier sagen? Dribbeln ohne Gegner, Bestand, Distanzschütze, Lauffreudigkeit 86. Okay, da nehmen wir lieber Otaldo. Der soll. Der hat Lauffreudigkeit 99, Schnelligkeit 99, Antritt 99. Der ist ein richtiger Flitzer. Den lassen wir mal steil gehen, glaube ich. Und dribbeln lassen wir mal. Ist ja Dribbling 84, ja, ist okay. Sweet Danny, wie ist es bei dir? Okay. Ja, nö, okay. Dann machen wir das erstmal so. Laufwege. Da fand ich das hier ein bisschen dumm. Aber die können gerne so mit reinkommen. Okay, gut. Das wäre es mit der Taktik. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es gegen den ersten FC Magdeburg geht. Macht's gut!